Hallo, mein Name ist Bertolt Dezani, ich bin 57. Brutal ausgedrückt, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue, sehe ich ein dickes, fettes, kurzarmiges Schwein. Und ich möchte wieder auf einen Level kommen, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch mein Spiegelbild wieder anschauen kann. Ich möchte meine Kondition verbessern und meinen allgemeinen Zustand verbessern. Diese 12 Wochen werden ganz bestimmt hart. Es wird sicherlich viel Motivation notwendig sein, die ich mir aber wirklich durch die Gruppe erhoffe. Ich bin aber froh, dass es 12 Wochen dauert und ich freue mich schon sehr darauf. Also mir geht's gut. Habe schon ein bisschen mehr als 4 Kilo abgenommen, aber noch mehr merke ich an den Hosen. 2 Löcher weiter muss ich zumachen. Ja. Yeah. Ich fühle mich körperlich sehr wohl. Ich merke, dass ich Zentimeter verloren habe. Gewicht sind es bis jetzt 8 Kilo. Hängt auch mit meiner kompletten Ernährungsumstellung zusammen, aber das war von vornherein für mich klar, wenn ich das mit Freeletics mache, dass ich meine Ernährung umstelle und das wird mir wahrscheinlich auch leicht fallen und ist mir auch bis jetzt leicht gefallen. Ja, körperlich geht es mir gut. Ich bin bei den Übungen nach wie vor extrem außer Atem. Das liegt an der mangelnden Kondition, aber auch daran werde ich arbeiten. Ja, und mental, was mich nicht umbringt, macht mich härter. Für mich persönlich waren die ersten 3 Wochen. Das war mir aber von Anfang an klar und mir war auch klar, dass ich das wirklich nur durch die Gruppe in den Griff bekomme. Einfach die Motivation, etwas zu tun. Bin oft zu Hause gesessen und dachte, nein, ich mag nicht, ich will nicht, habe mich aber dann Gott sei Dank doch aufgerafft, weil wieder mal eine WhatsApp-Nachricht von der Gruppe gekommen ist. Und das hat mich schon eigentlich stärker gemacht. Was ich aus diesen 12 Wochen gelernt habe, ist ganz einfach, die Kombination Ernährung und Sport ist das Um und Auf. Ohne diese Kombination schaffst du es nicht, über einen längeren Zeitraum oder generell dich und deinen Körper zu verändern. Ich merke auch, dass mir gewisse körperliche Aktivitäten leichter fallen und das ist sicherlich Freeletics zu verdanken, weil ohne hätte ich es nicht geschafft.